Herzlich willkommen zusammen zum letzten Sommertag und es regnet immer noch. Zwei Tage hintereinander Regen? Seltsam. Wir werden uns heute auf alle Fälle alles zum Pferd anschauen. Ja, wir gehen direkt mal an den Stall ran. Die Dame ist jetzt hier für die Pferde zuständig, für den Stall hier. Und hier ist unser schwarzes Pferd, unser Hengst. Ich habe hier bei mir jetzt große Satteltasche und einen Sattel. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Wir können hier hingehen und wir können dann mit E gedrückt halten, das Pferd satteln. So. Und dann können wir jetzt hier auch einmal das Ganze öffnen. Und können die Satteltasche, die große, die wir hier haben, hier rüberschieben. Damit müsste das Pferd jetzt mehr tragen können. So, mit lang E können wir aufsteigen. Und jetzt müssen wir hier mal rückwärts rausfahren, nenne ich es mal. So. Können wir jetzt auch hier in... Jawohl. Schaut her. Hui. Ja, können wir hier durch die Gegend flitzen. Richtig cool. Wir haben hier auch so einen, hier an der Seite unten links, einen grünen Wert und einen roten Wert. Wir können hier ganz normal reiten, dann bleibt der grüne Wert voll und wir können sprinten. Dann nimmt der grüne Wert ab. Und schaut mal, wie schnell wir hier die Strecken zurücklegen können. Oh oh. Wir gehen mal schnell wieder heim. Ich will die Banditen nicht mit meinem Pferd angreifen. Aber jetzt können wir auf alle Fälle ganz viel tragen und wir können gleich zu Fuß dahin laufen und die Banditen angreifen. Gefällt mir richtig gut hier. Und jetzt können wir zukünftig ja, verschiedene Dinge machen. Wir können irgendwo hinreiten, wo es schön viel Steine gibt, wo es schön viel... Sticks gibt oder ähnliches oder Bäume können uns da dann was holen. Und dann nach Hause transportieren. Mit X lang gedrückt können wir absteigen. Schaut an, wie elegant es geht. Und ja, soweit zu unserem schicken Pferdchen hier. Soll ich mal kurz was essen hier? Habe ich denn sonst noch was? Speisemorchel. Und Zwiebeln. So, würde ich sagen, wir laufen schnell zu den Banditen und ja, zeigen denen mal hier, wo der Hammer hängt. Also, Pferde können angegriffen werden von Wölfen, von allen bösen Tieren, die mir auch was machen. Und ja, deshalb sollte man immer schauen, wo man sein Pferd hintut. Ich denke, die bösen Banditen hier, die werden das Pferd auch angreifen können. Aus dem Grund packe ich das jetzt erstmal ganz weit von denen weg. Und wir kommen dann später nochmal hierher. Aber jetzt zeigen wir es denen erstmal hier. Vier Stück, oder? Drei? Ja, wunderbar, dass der kommt hier. Und dann kommt der nächste.
vor. Hui. Gerade noch so schnell genug geladen. Na, sieh da an, schon wieder fast 100 Münzen. Bisschen Fleisch. Äpfelchen. Ja, das waren sie alle, oder? Ich sehe keinen mehr. Oder seht ihr noch einen? Hui, nochmal. Und da hinten ist auch noch ein Sack. Das sind jetzt schon über 200 Münzen hier. Das hat sich gelohnt, definitiv. Komm her hier. Der Kirschwein ist meiner. Bettdecke, Eisen, nee, Steinmesser. Salzfleisch, Haferbrötchen. Okay, die sind hier mehr auf Essen aus. Ja, wir können jetzt auch uns... Ein großer Rucksack. Muss ich mal schauen, ob meiner schon verschlissen ist, aber ich glaube nicht. Zukünftig mit dem Pferd umherreiten. Gerade so bekannte Stellen anreiten, wo Banditen sein können. Weil das ist ja... Leicht und schnell verdientes Geld. Müssen wir hier Lärm machen, damit wir... Ah ne, die Weidenkiste können wir auch so nehmen, aber komm, wir nehmen trotzdem alles mit hier. Können wir alles brauchen. Damit ist das Lager hier leer. Ich weiß nicht, da drüben... War hin und wieder ein verlassenes, ist aber jetzt nichts. Ich sehe nichts von hier aus. Das im Regen, das. Ja. Ist ein bisschen unangenehm, aber okay. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da hinten habe ich ja schon mal ein Lager gesehen, aber das ist auch nichts. Zumindest nicht von hier sichtbar. Ich weiß nicht, eigentlich könnten wir direkt nach Denizia. Und ja, ich weiß, es heißt eigentlich Denica. Aber... Bei mir nicht. Bei mir hat es einen anderen Namen. Den finde ich einfach cooler, interessanter. Dann können wir direkt ein paar Sachen, was wir jetzt hier aus dem Banditenlager geholt haben, loswerden, verkaufen. Und... Ja, oh, da liegt noch mehr. Bronze-Axt. Das war's. Ja, gut. Ja, jetzt bin ich hier halt schon wieder alleine unterwegs, ohne Pferd. Gar nicht gut. Das soll jetzt aber auch... ...das letzte Mal sein. Für lange Zeit. Bettdecke, was haben wir denn alles? Ach genau, das eine Brett hatte ich vom Boden aufgelesen. So, Kirschwein. Das brauchen wir alles. Steinaxt brauche ich auch nicht. Steinmesser kann auch weg. Ach, die Dame hat nicht genügend Münzen. Alles klar. Dann hat sich das eh erledigt. Und ihr seht, wir haben jetzt schon wieder 3000 Münzen und wir müssen aktuell 1900 Steuern zahlen. Also ich denke, es kommt auf Richtung 8000, aber
Ich habe jetzt schon wieder einen Teil angespart. Was richtig, richtig gut ist. Wer läuft denn eigentlich da? Wer bist denn du? Bist du ein Jäger von mir, oder wie? Der Tatumir. Aha, du bist hier aus dem Dorf. Ja, Ausflug zur Mine kann man machen. Und. Ganz viele coole Sachen. Und nachdem wir jetzt heute schon so viel erlebt haben, würde ich mich jetzt noch ein bisschen meiner Arbeit widmen und hier ein paar Sticks sammeln, wenn hier gerade so viel nachgewachsen ist. So. Dann kann ich nochmal nachher kurz prüfen, dass wir wirklich zu Hause auch genügend Werkzeug und alles haben. Ja, was haben wir denn jetzt? 45 Kilo extra. Das Pferd kann, glaube ich, grundsätzlich 15 Kilo tragen. Bedeutet, wir sind schon mal bei 60 Kilo. Rein für das Pferd. Plus ich kann ja auch eine Menge tragen. Moment, lass mich mal schauen. Genau. Zwei große Rucksäcke kann ich leider nicht ausrüsten. Ich hätte den einen eigentlich verkaufen können. Warum habe ich ihn das nicht gemacht? Naja, beim nächsten Mal. Und der ist bisher auch nicht verschlissen. Ich denke, der wird auch nie verschleißen. Von dem her passt es. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme irgendwie 30 Kilo Proviant mit. Für mich und Werkzeug. Dann kann ich nochmal 60 Kilo plus das Pferd 60 Kilo. Das sind 90 Kilo, was wir dann jedes Mal tragen können. Das ist eine ganz schöne Entladung. So. Adalbert. Macht er Feierabend wohl? Wer bist denn du? Der Albrecht. Wo geht's denn noch? Schnell heim, bevor krank wirst vor lauter Rege hier. Guck, da kommt schon deine Mama. So. Ja. Da ist auch wieder ein kleines Botschele. Kleines Schweinchen. Können ja mal schauen, ob wir da drüben schon Nachwuchs haben. Der Otto, hallo. Hahn und Henne. Okay, mehr sehe ich hier nicht. Und hier drüben die Gänse. Oh, darf ich rein? How are you? Könntest du zur Seite gehen? Oh, wunderbar. Wir haben kleine Gänse, Gänseküken. Zwei Stück. Sehr schön. Also beide Gänse. Schau mal kurz hier ins Tiermenü. Wir haben sogar noch ein Küken. Wo ist denn das? Ja, die Jungen, die könnte ich verkaufen für 300. Okay. Die kosten das Doppelte. 600 kriege ich dafür. Aber ich werde die jetzt behalten. Denn die Weibchen, die geben wieder Nachwuchs und die legen ja auch Eier. Und ich werde schauen, dass der Stall hier, wie findet der starten der?
8, 9, 10. 10 scheinen da reinzupassen. Jetzt sind schon mal 5 drin. Ich werde schauen, dass ich irgendwie ein Männchen habe und den Rest Weibchen. Dann können wir hin und wieder welche verkaufen, dass die wieder schön Nachwuchs bekommen können. So, jetzt müssen wir hier natürlich auch das Sach, was wir nicht verkauft haben, ausladen. Das ist laute Nahrungsmittel. Komm, die Stücke lasse ich euch mal. Könnt ihr verarbeiten. Steinmesser bekommt ihr auch. Ja, sehr schön. War eine ganz erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Was können wir denn hier machen? Ah, okay. Das Haus hier muss ich fertig machen. Dann habe ich hier noch zwei. Drei Häuser. Drei Häuser. Und dann können wir wieder ein paar Mitarbeiter einstellen. So, Bretter. Ja, die sollten reichen. Brauche ich sonst noch was? Vielleicht einen Baumstamm. Nicht so viel. So, das sollte doch reichen, oder? Hoffe ich doch. Mach mal das Haus schnell fertig. Dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Ah, okay. Der Hammer hält auch nicht mehr so lang. Ich hoffe, er reicht voll für hier. Sieht mir nach 3 Dachteilen aus. Gut, dass ich Holzstämme mitgenommen habe. Ich hab's befürchtet. 3, 2, 1, 0. Gut, hier brauche ich keinen. Aber Bretter brauche ich noch ein paar mehr. So. 5 Bretter noch. Alles klar, oder? Ja doch, ist alles soweit. Ja. Ihr könnt euch denken, was ich mache. Ich werde jetzt das Haus voll fertig machen. Ein paar organisatorische Dinge hier noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Macht's gut, bis dahin, euer Iltis. Ciao, ciao.